So, ich bin jetzt draußen. Und nun? Dreh dich mal um. Hey. Was hast du vor? Dich entführen. Fahren wir Go-Kart? Mhm. Viel besser. Komm mal mit. Tada! Wo hast du die denn her? Das ist die treue Trudi. Der ganze Stolz von meinem Vater. Und da die ja gerade auf Kreuzfahrt sind, können wir sie uns ausleihen. Um was genau zu machen? Ja, Rasen mähen. Wir machen einen Ausflug. Hm? Wir beide, eins mit der Straße, schmiegen uns in die Kurven gegen den Wind. Hm? Jetzt? Ja, klar. Ich habe den Nachmittag frei und du hast doch keine lebenswichtigen Termine, oder? Nein, aber ich habe einen Haufen Zeug auf dem Schreibtisch liegen. Ich kann jetzt hier nicht einfach spontan abhauen. Also wenn ein Angestellter was frei haben will, dann kommt er doch zu dir und du bewilligst das. Ja, schon. Also beantragst du jetzt einen freien Nachmittag bei dir und dann bewilligst du's. Du hast Bammel. Quatsch. Doch. Gut festhalten, Herr Seifeld. Und? Ausverkauft. Alle drei Konzerte. Ich wusste gar nicht, dass die Brezensäuzer so verkehrt sind. Brezensäuzer? Brezenseite. Naja, es wäre auch zu schön gewesen. Hey. Dafür hast du mich zum Motorradfahren gemacht. Ach, und glaubst du, davon habe ich langfristig mehr als vom Konzert meiner Lieblingsband? Hm. Nö. Oh. Die Tankstelle in Krauting brennt. Ich schreibe Ihnen, dass wir gleich da sind. Mhm. Wir brauchen mindestens 20 Minuten. Ich schaff's in 10. Pack alles ein. Rudi, bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, komm. Komm schon, Rudi! Verdammt. Stopp! Papa, halt mal bitte an. Kannst du uns bitte mitnehmen? Fahren Sie weiter. Hey, hey, wir haben einen Einsatz! Komm, vergiss ihn. Hilf mir lieber. Ich könnte ihn erwürgen. Ich weiß, aber das ist es nicht wert. Ich beeile mich mit dem Rückruf, okay? Es dauert nicht länger als 10 Minuten. Ja. Kann ich dich so lange allein lassen? Ich warte da brav in der Ecke. Herr Erlinger, schon wieder da? Ja, wie Sie sehen. Hatten Sie einen schönen Nachmittag? Es war wunderschön. Wir hatten ein sehr romantisches Picknick. Ich hoffe, die kleine Panne mit dem Schrotthaufen, den Sie fahren, hat Ihnen die Stimmung nicht allzu sehr verdorben. Das, was Sie getan haben, ist unterlassene Hilfeleistung. Es kann strafrechtlich verfolgt werden. Ach Gottchen, Ihr Motorrad ist nicht angesprungen. Übertreiben Sie es nicht. Wir haben Sie gebeten, uns mitzunehmen. Und wir mussten zu einem Einsatz. Ach, wirklich? Das habe ich gar nicht gehört. Die Tankstelle in Krauting hat gebrannt. Wissen Sie, was das bedeutet? Haben Sie es noch zum Einsatz geschafft? Nein, dank Ihnen. Und die Tankstelle ist explodiert, hm? Die Kollegen konnten das Feuer gerade noch unter Kontrolle bringen, aber... Aber was? Wenn das Feuer auf die Zapfsäulen überschlägt. Es geht dabei um Menschenleben. Süß. Das ist Ihnen völlig egal, Sie oder? Ja, richtig hysterisch. Ist das bei euch so, hm? Na, Sie kleiner
Menschenleben rette. Boris wird schon noch mitbekommen, was für ein Waschlappen Sie sind. Tobias! Dafür mache ich sie fertig. Aber ich kann Ihnen auch erstmal den Westflügel zeigen. Wunderschön. Was willst du denn tun? Willst du ihn wieder kündigen? Muss er nicht. Für jemanden, dem Menschenleben egal sind, will ich nicht arbeiten. Jetzt mal ganz ruhig, ja? Ich glaube nämlich, ich komme nicht umhin, sie anzuzeigen. Du hast ihn doch provoziert. Ausgerechnet, du willst die Polizei rufen? Ich kann bezeugen, dass du jede Gelegenheit genutzt hast, um Tobias zu provozieren. Lass es gut sein. Nächsten Monat bin ich weg. Und kein Wort zu Romeo und Paul wegen der Kündigung. Hm? Das senkt nur die Stimmung. Hey, du brauchst jetzt auch mal bessere Laune. So eine Demütigung lässt mein Vater nicht einfach auf sich sitzen. Was soll er denn machen? Mir eine reinhauen? Ich hab ein Kind aus Stahl. Na toll. Hey, da seid ihr endlich. Hey. So. Geschafft. Na, ihr habt ja schon richtig losgelegt. Oh, dass ihr da so mitgeholfen habt. Du kriegst ja schließlich Glück, hm? In dem Sinne. Auf jeden Fall kriegen wir auf diese Weise endlich Boris seine hässlichen Schüsseln los. Ey, das ist aus meiner Studienzeit, da war das super in. Wirklich? Ja. Hässlich! Woran erkenne ich, dass das Gift zu wirken beginnt? Ich muss dafür sorgen, dass er rechtzeitig gerettet wird. Bei Arsen sind die Symptome deutlich erkennbar. Wenn Sie sich an meine Dosierung halten? Natürlich tue ich das. Dann bekommt der Vergiftete nach wenigen Minuten Schweißausbrüche, kurze nach Magenkrämpfe, Wahrnehmungsstörungen. Und ich habe noch genügend Zeit, einen Arzt zu rufen? Richtig. Bin ich oder ist es gerade irgendwie voll heiß geworden? Ich schwitze so. Macht wahrscheinlich die Lederjacke. Sieht aber cool aus. Du klingelst. Ist egal. Ich ruf später an. Sind Sie gut? Ja. Dann festhalten. Tobias Erlinger? Leider nur die Mailbox. Hinterlass mir eine Nachricht und dann rufe ich auch zurück. Servus! Valentina und Tobias hatten einen Motorradunfall. Und Tobias? Boris? Ich sehe ihn. Er liegt hier. Bewegt er sich? Nein. Atmet er, Denise? Ist er noch am Leben? Denise, was ist? Sein Puls. Ich kann ihn fühlen. Boris, er atmet noch. Okay, der Krankenwagen kommt gleich. Ich melde mich später. Mir geht's gut, aber Tobias. Okay, was haben wir? Männliches Unfallopfer ohne Bewusstsein, schwacher Puls, flache Atmung, Fraktur linkes Bein. Herr Erlinger. Herr Erlinger, hören Sie mich. Tobias. Okay, sofort in den OP. Verdacht auf innere schwere Verletzung. Damit wollte ich ihn überraschen. Da werdet ihr auch hingehen. Vielleicht nicht dieses Mal, aber beim nächsten Konzert bestimmt. Daran musst du ganz fest glauben. So. Die Operation ist beendet, Gott sei Dank. Keine inneren Verletzungen. Tobias Erlinger müsste jeden Moment aufwachen. Gott sei Dank. Wie geht sein Bein? Das fragen Sie lieber den Kollegen, der ihn operiert hat. Wenn Sie möchten, dann können wir kurz zu ihm. Sehr gern.
Herr Doktor, ich habe gehört, Tobias ging es schlecht. Deswegen hat er die Kontrolle über das Motorrad verloren. Was kann das gewesen sein? Ich meine, er war doch immer gesund. Ja, das bereitet mir auch noch Kopfzerbrechen. Deswegen habe ich ein großes Blutbild veranlasst. Und? Die Ergebnisse liegen leider noch nicht vor. Bitte. Hörst du mich? Hey. Was machst du für Sachen? Wieso? Du hattest einen Motorradunfall. Kannst du dich erinnern? Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Mir. Mir ist übel. Es ist wahrscheinlich noch die Narkose. Du hast mir eine ganz schöne Angst eingejagt. Mach sowas nie wieder, okay? Versprochen. Bitte nicht, Tobi! Hey, Tobi! Bitte nicht! Nein! So wie er gezuckt hat, als würde er sich mit letzter Kraft wehren. Er ist stark. Sein Herz ist stehen geblieben. Was kapierst du daran nicht? Er schafft das. Tobias stirbt. Da drin. In diesem Moment. Stabil? Ja, er ist wieder da. Im Moment. Ist ganz kalt. Ganz feucht. Irgendetwas stimmt ja ganz und gar nicht. Was ist da drin los? Jetzt nicht. Was ist da drin los? Was ist passiert? Ich brauche DMPs. Komm ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Wir brauchen vielleicht noch mehr. Jede Minute zählt. Wenn nicht jede Sekunde. Du musst da jetzt rein. Nein. Raus hier, raus! Boris, sie retten ihn. Hörst du? Sie retten ihn. Wir retten ihn. Er ist nicht tot, sonst würden sie doch nicht weiter um ihn kämpfen.
Ich brauche gleich nur mehr Blut. Geben Sie Labor Bescheid. Sie sollen alles andere nach hinten verlegen. Verdacht auf schwere Intoxikation. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir das Gegengift rechtzeitig verabreicht haben. Ich habe noch Konzertkarten bekommen. Hörst du? Gibt's irgendwas Neues? Dr. Niederbö hat noch keine Entwarnung gegeben. Egal was es ist lebensgefährlich. Hey, ein Erlinger, der stirbt nicht so schnell. Das hat Opa immer gesagt. Erinnerst du dich? Und außerdem hast du mir versprochen, dass du mein Trauzeuge wirst. Und was man verspricht, das hält man auch. Kannst du nicht bitte einfach wieder aufwachen? But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Toby? Schatz. Hey. Was? Also. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was ist passiert? Ich erkläre dir alles, okay? Ich muss erstmal den Arzt rufen. Hey, was? Nein, ich. Erstmal. Ich liebe dich. Schwester? Hallo? Er hat die Trauung abgesagt. Die holen sie nach. Wann? Sobald du wieder fit bist. Und Valentina, geht's ihr gut? Nur eine kleine Verletzung an der Hand und ein paar Prellungen. Nichts Schlimmes. Ich verstehe einfach nicht, wie das passieren konnte. Woran kannst du dich erinnern? Nee, war total heiß. Und dann wurde ich müde und ich wollte noch rechts ranfahren, aber. Was ist mit mir? Bin ich krank? Hab ich was Schlimmes? Du wurdest vergiftet.